So, hallo, herzlich willkommen zurück bei der nächsten Runde Fire. Und wir waren hängen geblieben. Hier, waren wir hier hängen geblieben? Ist das jetzt das Richtige? Ja, es ist das Richtige. Ah, ich muss jetzt aber nochmal von vorne anfangen. Das ist ja doof. Ich dachte, das bleibt dann so gespeichert. Jetzt muss ich hier ganz kurz nochmal das klicken, was wir eh schon hatten. Aber so sehe ich nochmal die Ausgangssituation. Das ist jetzt auch nicht schlecht. Ah, der Tille ist jetzt auch da. Schön, der Tille. Hallo. Bist du gerade fertig mit deinem Stream? Extra für mich hörst du auf mit Streamen. Das musst du doch nicht machen. Jetzt doch ruhig noch weitermachen können. So, wie gesagt, so sieht der Ausgang aus. Also hier ist nichts drin. Die Pflanze steht hier. Ohne die Raupe, die hatten wir erst hingesetzt. Und die beiden Typen sind einzeln. So, ich tau erstmal wieder die Zeitmaschine auf. War ja hier. War ja gar nicht so schwer. Der Ex hat heute Geburtstag, Tille. Kannst du gleich mal alles Gute sagen. So, das war das. War hier hinter noch irgendwas? Ich weiß es gerade nicht. Deswegen gucke ich mal ganz kurz nochmal irgendwie. Vielleicht ist da hinten ganz was? Nee. Weil wir waren ja, hatten ja auch einen Stillstand erreicht. Also wir sind ja nicht weitergekommen an einer Stelle. Nee. Gut, ich reise jetzt erst nochmal in die Vergangenheit. Oder in die Gegenwart. Ich reise erstmal in die Vergangenheit. Und da gucke ich mal, hier konnten wir bis jetzt nichts weitermachen, weil wir den Wurm noch nicht haben, den wir erst aus der Zukunft holen müssen. Aber wir können hier vielleicht schon was hier wieder einen Kollegen draus machen aus den beiden. Kann ich jetzt hier was mit diesem Baum machen? Nee. Okay. Habe ich die Raupe eigentlich direkt auf den Baum getan gehabt oder da hinten in das Loch gesteckt? Das ist gerade wichtig, weil das könnte dann nämlich sein, dass ich, wenn ich die Raupe nicht in das Loch stecke, dass wir hinten was machen können. Übrigens, diese Titanic hier, die geht immer weiter unter, gell? Also die ist jetzt hier ganz oben, aber ich entsinne mich, dass die dann sehr tief unten war. Also irgendwie versinkt die. So, jetzt können wir hier in die Raupen. Können wir die hier ins Wasser tun? Nee. Naja, wir fahren mal zurück in die Vergangenheit. Ich glaube, da müssen wir hin. Das ist so die Party! Ah, da kannst du jetzt in Ruhe essen gehen. Sehr gut. Und deine Shops öffnen. So, warte mal. Ich gehe mal kurz hier zu dem Loch. Nee, da habe ich nicht die Raupe reingesteckt. Doch. Der Baum muss dahinter. Hä, wie habe ich denn letztes Mal die Raupe da drauf gekriegt? In der Gegenwart? Nee. Das ist jetzt merkwürdig. So weit waren wir ja schon. Wie habe ich das gemacht gehabt? Jetzt haben wir hier den Dicken sitzen. Ja, es ist ja auch die Titanic. Meinst du, deswegen geht die immer weiter unter? Das kann tatsächlich sein, dass das der Grund ist. Mein Gehirn brodelt. Ich weiß es nicht. Okay, wie haben wir das mit der Raupe hingekriegt? Wir müssen in die Vergangenheit. Das ging irgendwie hier und das. Oder? Warte. Könnte auch sein, dass wir den Busch hier hinter schicken müssen. Und jetzt in die Gegenwart müssen. Was können wir denn mit diesem komischen gelben kleinen Mini-Vulkan machen? Mit dem können wir irgendwas tun. Nee, jetzt können wir hiermit nichts machen. Können hier mit ihm was machen? Nee. Ah, es will nicht funktionieren. Ich gucke hier nochmal in die Zukunft. Aber hier
kann ich ja auch nichts tun, außer Wasser, außer in das Wasser zu gehen. Komisch. Und was hast du da bekommen, Exa? Zum Geburtstag? Hast du schön abgesahnt? Fett deine Eltern ausgenommen? Oh, ich will das und das und das. Nehme ich alles. Warte mal, hier in das Loch stecken war es, glaube ich. Ja. So war das und dann kriegst du hier auf den Baum. Und jetzt können wir den Baum natürlich... Kann ich hier denn noch irgendwas machen? Nee. Und was machen wir dann hiermit? Also wir haben hinten diesen Vulkan, der irgendwie da nur so lauert. Und das hier verwirrt mich auch. Ich weiß nicht, wo es genau richtig ist. Also am Anfang stand der Baum hier links. Hier hinten. Das heißt, wenn der hier vorkommt... Ich gehe mal jetzt in die ganze Zukunft. In die komplette. Jetzt haben wir hier natürlich den Sturm. Wir können da absolut nichts mitmachen. Warum nicht? Fahrradschloss, 150 Euro. Ein Bartrasierer. Süßes Liebe. Ein Bartrasierer? Ich dachte, du bist 14. Junger Mann, da wächst das Gesichtshaar schon. Schön. Hatte ich in dem Alter noch nicht. Hab ich immer noch nicht richtig. Aber Fahrrad ist geil. Achso, ein Fahrradschloss, na gut. Aber 150 Euro ist geil. Fahrradschloss ist auch gut. Dann bleibt das Fahrrad nämlich da. Und Liebe ist natürlich das Allerwichtigste, was man bekommen kann. Da freut sich immer jeder drüber. So, wir haben... Ah, dieses blöde Eisklotz-Ding hier. Also, weißt du, es wundert mich halt, dass die Pflanze hier eingefroren ist. Und ich frage mich, aus welchem Grund. Mit ihm können wir nichts tun. Und warum er hier seinen Arm so hoch hält. Der macht ja mit Absicht irgendwie so hier. Meine Hand verschwindet, wenn ich so mache, aber ihr wisst, was ich meine. Das Fahrrad kriegt ja nächstes Jahr dann dazu. Schön. Hier hast du ein Fahrradschloss, das heißt, du kriegst nächstes Jahr dein Fahrrad. Ja, mit 14 ist man schon ein Mann. Von mir, was? Nix da. Wenn, dann krieg ich ein Fahrrad von euch. Geschenkt. So, warte mal. Also es hat ja irgendeinen Sinn, dass der Baum in diesem Eisklotz landet, ja? Und es hat ja auch einen Sinn, dass da so ein... Dann nennen wir es, hier so ein komischer kleiner Vulkan ist. Oder? Es muss doch irgendeinen Zweck erfüllen. Und dank der Raupe, wie gesagt, entsteht halt erst dieser Tornado und der muss ja auch einen Sinn haben. Also der Tornado muss ja irgendeinen Zweck erfüllen. Wir können ihn aber weder anklicken noch irgendwas damit machen. Ich kann ihn nur steuern. Warte mal. Ich hab vielleicht eine Idee, eine Vermutung. Sag ich mal ganz gekonnt. Wenn hier vielleicht irgendwie ein Stein liegen würde... Wenn wir einen Stein hätten, wenn wir hier einen hinlegen würden, würde der Baum vielleicht hier durch den Vulkan kommen. Ist jetzt nur so eine kleine Vermutung, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber... Ich guck nochmal kurz in die Gegenwart und in die Zukunft. Einfach nur, um zu sehen... Weißt du, wir haben ja jetzt hier auch den Schmetterling frei rumfliegen. Obwohl da zig Milliarden Jahre dazwischen liegen, ist jetzt hier dieser Schmetterling. Weil die Raupe hat ein paar Milliarden Jahre gebraucht, um sich weiterzuentwickeln. Aber wir können ja vielleicht hiermit...
Euch kann ich auch nichts machen. Ich gehe mal, wie gesagt, Sebi, ich glaube, du musst bei der Eiszeit die Berge anders hinschieben. Meinst du, dass ich hier die Berge anders schieben muss? Ich bin gerade zwei bei mir gleichzeitig Starbound. Hab ich gleich zwei Dinger übereinander Starbound. Kakao Cookie spielt gerade. Aber wie soll ich hier die Eisdinger anders hinschieben? Vielleicht noch weiter runter? Also ich glaube wirklich, die Eisberge haben nur den Zweck. Oder meinst du, da verändert sich in der Zukunft? Warte mal. Ich kann sein, dass da was bei der Titanic anders ist. Wir machen mal die Eisberge anders. Ich mach die mal hier ganz hoch, dass die Sonne verdeckt ist. So. Warte mal, ich will mir das kurz ansehen. Könnte sein, dass wir diese Titanic so vielleicht zum Untergehen kriegen. Guck mal, jetzt ist er nämlich schon ein bisschen weiter unten. Hier kann man nichts tun. Hier ist der Tornado. Ja, stimmt, das mit den Bergen ist gar nicht schlecht. Und nur wenn ich davon streame, wenn ich Fahrrad fahre. Ja, wenn ihr das gerne hättet. Ich kann ja so ein Video machen. So auf dem Fahrrad. Wusch! Dann filme ich mich so auf dem Fahrrad. Yeah. Nein. Genau, ich mache mal alle Berge nach oben. Ich will mal gucken, ob das geht. Nee. Alle nach oben. Gucken wir mal, was da passiert. Ich glaube, ich krieg nicht alle richtig hoch. Doch, der hier sinkt immer nur ein kleines bisschen. Warte mal. Machen wir mal so hier. So, weiter hoch geht der hier hinten nicht. Jetzt machen wir so. Jetzt machen wir wieder so. Jetzt machen wir wieder so. Jetzt wieder diesen. Jetzt wieder diesen. Und zuletzt wieder diesen. Und dann noch einmal diesen. Ach Mist, so ungefähr geht's. So, jetzt sind die alle relativ weit oben. Und jetzt gebe ich mal die Zukunft und guck mir an, was da passiert. Ob das eine Auswirkung hat. Ah, guck mal hier hinten. Tatsächlich ist Titanic jetzt untergegangen. Ah, und jetzt kriegen wir hier eine Flasche. Uiuiui, eine Flasche. Mit der Flasche können wir bestimmt hier zum Wasser. Vlog-Fahrrad, genau. So sieht das dann aus. Kann ich hier sonst noch was machen? Also jetzt haben wir eine Wasser. Warte mal, damit fahren wir jetzt mal in die Vergangenheit mit dem Wasser. Das gieße ich mal hier in das Ding rein. Hier gießen wir jetzt mal das Wasser rein. Ach so, das ist jetzt warm. Jetzt haben wir warmes Wasser. Dann tausche ich jetzt den hier hin. Und jetzt in die Gegenwart. Jetzt können wir vielleicht den Eisblock auftauen. GG, GG. Alter, Rätselmeister, Alter. Jetzt tauchen wir. Können wir das auftauen hier? Ja. Jetzt können wir hier. Was können wir jetzt machen? Ah, jetzt können wir den Schmetterling einfach nehmen. Können wir dem den Typen geben? Nee. Was machen wir jetzt mit dem Schmetterling? Wir müssen ja irgendwie. Im Endeffekt müssen wir ja irgendwie da hoch. Was bringt uns jetzt der Schmetterling? Vielleicht damit in die Zukunft? Oder vielleicht brauchen wir jetzt hier schon den Sturm, dass wir den Schmetterling mit in die Vergangenheit nehmen. Vielleicht hier rein? Ach ne, guck mal, der macht irgendwas. Para-Para. Errungenschaft freigeschalten.
Der Schmetterling hat gerade die Raupe gegessen. Das heißt, der Schmetterling hat sich gerade selber gegessen. Alter, was für ein Paradoxon. So, und jetzt haben wir hier den Schmetterling schon. Das heißt, wir haben doch jetzt in der Gegenwart Sturm. Können die Flasche nochmal nehmen. Warte mal, vielleicht muss der Sturm hier hinter. Meinst du, der muss hier hinter? Oder vielleicht müssen wir jetzt die Sonne wieder erscheinen lassen? Nee, es hat damit nichts zu tun. Mal gucken, was jetzt in der Zukunft ist. Wenn hier jetzt schon ein Tornado ist, mal gucken, was dann in der Zukunft passiert. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Wir können halt nochmal Wasser hier reinfüllen in die Flasche. Ich denke mal, das hat nicht wirklich einen Sinn. Vielleicht muss der Tornado dahinter. Ich versuch's mal. Dann müsste ich kurz in die Vergangenheit nochmal. Wir mal hier ran. Jetzt ist der da hinten. Probieren wir es nochmal. Gegenwart. Ich dachte, da passiert irgendwas, aber nee. Gar nichts. Vielleicht muss ich jetzt die Eisberge wieder anders machen? Vielleicht alle nach unten? Dass die Titanic wieder normal ist? So in etwa? Schauen wir mal. Wenn die Titanic überhaupt noch da ist jetzt. Die ist ja untergegangen, aber vielleicht taucht sie ja wieder auf. Nee. Also hier ist gar nichts mehr zu machen. Ich glaube, hier müssen wir auch gar nicht mehr hin. Es ist jetzt wirklich nur noch Gegenwart und Vergangenheit, die zählen. Also irgendwas übersehe ich noch. Vielleicht kann ich ihm die Flasche mit Wasser geben. Der hat ja seine Hand so komisch. Ah, ich habe vielleicht eine Idee. Warte mal. Der Tornado hat hier vorne die Flasche schon so gestrudelt. Vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Mit warmem Wasser. Weil ich kann die jetzt nochmal warm machen. So, und jetzt könnte ich die Flasche vielleicht in den Tornado werfen. Nee, ich kann ja nichts anklicken. Ah, ich kann... warte mal, der will da in den Arm. Das würde ja in der Vergangenheit funktionieren. Vielleicht kann ich die Flasche einfach hier mit dazustellen. Oder ich gebe sie ihnen, wenn er geteilt ist. Dann kann ich ihm ja die Flasche geben. Warte mal. Irgend so einen Weg muss es doch geben. Vielleicht jetzt. Vielleicht kann das jetzt halten. Ja. Ja, ja, genau. Auf in die Vergangenheit. Und jetzt machen wir sie wieder zusammen. Führen wir zusammen, was zusammen gehört. Oh ja. Wunderschön, wunderschön. Das muss funktionieren jetzt. Muss einfach funktionieren. Ja, er hat die Flasche in der Hand. Und sie ist immer noch warm. Sehr gut. Und jetzt? Jetzt Sonne drauf scheinen lassen, weil jetzt scheint die Sonne ja durch seine Hand. Ah, natürlich. Yay. Und
Er ist runtergefallen durch den Sturm. Ja. Was macht er? Jetzt. Yeah. Wie cool. Wir haben es geschafft. Nach Anstrengung, nach langer, harter Arbeit haben wir endlich Onk Boga 9 freigespielt. Yay! Yeah. Auf geht's ins nächste Level. Sieht aus wie ein riesiger Vulkan und könnte sein, dass hier das Feuer ist und dass wir fast durch sind. Haben wir es ja fast schon geschafft. Was machen wir denn? GG. GG, Alter. Naja, erstmal noch nicht aufgeben. Noch einmal hier, guck mal, da ist wieder so ein Zeichen. Warte mal, da will ich wieder mein Handy dran halten. Ach nee, ist Quatsch. Bestimmt finden wir jetzt hier nochmal irgendwie so eine Lupe. Ich gucke erstmal, was wir hier alles haben. Hier kann ich Luft pumpen. Das können wir hier machen. Hier ist auch irgendwas. Ah, Feuer. Feuerstab. Mehr nicht. Ich gucke mich erstmal um. Hier mal ein Loch. Guck mal, hier liegt wieder das Rüsseltier. Alter, hier ist übelst viel zu machen. Ach, das ist wieder so ein ähnliches Rätsel mit den Sternen jetzt, was wir schon in dem einen Rätsel hatten. Hm, okay, ich weiß nur nicht, was wir damit machen. Hier kann man wieder putzen. Ah, hier haben wir wieder die Lichter. Haben wir nochmal so ein Ding? Hier kann ich tanzen. Mache ich einen Feuerregen jetzt? Okay, da geht es jetzt hier hinten irgendwas ab. Einer fehlt noch. Was kann ich denn hier jetzt an ihm wieder ziehen? Was passiert denn da? Okay, der pustet wieder halt. Hier ist aber keine Wolke diesmal. Was kann man mit ihm hier machen? Da kommen wir nicht ran. Ich mach nochmal den Feuertanz, vielleicht passiert nochmal irgendwas. Ah, hier haben wir noch zwei. Sehr gut. Jetzt haben wir alles geschafft. Aber da gibt's wieder falsche und richtige, glaube ich. Oder würde ich sagen, dass es hier wieder darum geht, die richtigen zu aktivieren. Das sind die richtigen, aber... Okay, ich gucke mich erstmal weiter um. Hier war noch das Loch, wie gesagt, da können wir nichts tun. Und hier können wir pusten. Also so viele Möglichkeiten haben wir hier gar nicht. Ich kann da auch nichts machen. Warte mal, ich versuche es jetzt doch mal kurz mit der App wieder. So wie beim letzten Mal. Also bei dem einen QR-Code hat es ja geklappt. Da stand ja Unk. Aber ob hier jetzt wieder was steht... Ich probier's. Na, wo ist die App? Da. Jetzt kommen ja auch keine Schneeflocken, sondern nur Feuerflocken. Das wird nicht scharf. Nee, dann ist es wieder kein gültiger. Oh, das funktioniert einfach nicht. Kann ja auch nicht erwarten als Spielentwickler, dass da jeder sein Handy rausholt, um da irgendeinen Hinweis zu sehen. Hier unten ist übrigens noch einer, also wir brauchen dann wieder so eine Art Lupe. Ist quasi... Ah, hier ist auch die Brille, jetzt erkenne ich das erst. Das ist die Brille, die brauchen wir wieder, um die Dinger zu sehen. Das heißt... Das hier ist so ein Mix aus allen vorherigen Leveln. Oder ja, zumindest ein paar. Warte mal, kann ich... Nee, ich
Kann ich ihm irgendwas schon in den Rüssel tun? Nee. Also irgendwas muss ich hier mit diesen Schaltern tun. Mit diesen leuchtenden Männchen. Ich aktiviere nochmal alle. Einfach nochmal alle aktivieren und gucken, ob das was bringt. Ich glaube, ich habe alle, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Ja, doch. Müssten alle sein, die ich jetzt aktiviert habe. Aber da passiert hier halt auch nichts. Habe ich noch irgendwas übersehen? Das hier geht. Hier geht natürlich, das hier oben geht. Oder muss ich doch nur die richtigen aktivieren? Aber das habe ich doch gerade versucht. Der hier wäre einer. Der wäre einer. Zieh mal dem Elefanten am Schwanz, das habe ich gerade schon gemacht, da passiert nichts, der pustet halt wieder, weißt du? Da muss erst irgendwas erscheinen, dass das sinnvoll ist. Das muss sein, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Aber ich ziehe ihn gerne nochmal am Schwanz jetzt. Wo pustet der denn hin? Das steht da unten links am Stein in was für einer Reihenfolge? Unten links am Stein? Meinst du, ja, ich weiß, das hier. Mit den, das meinte ich ja. Meinst du, die Reihenfolge ist wichtig? Also das, dann hier und dann hier. Meinst du, die Reihenfolge spielt eine Rolle? Ich dachte, es ist nur wichtig. Aber hier habe ich auch noch zwei aktiviert gehabt. Der hätte noch ausgemusst. Dann versuchen wir mal die Reihenfolge von links nach rechts. So, der hier. Der hier. Und jetzt der hier hinter. Kann ich das überspringen? Nee, der tanzt leider immer wieder. Aber muss ja auch sein, sonst würde es ja nicht funktionieren. Und noch einmal tanzen. Ich glaube aber nicht, dass das die Reihenfolge wichtig ist, sondern ich hatte hier aus Versehen zwei aktiviert gehabt. Welcher war das jetzt? Ah, sehr gut. Ich hatte hier ja beide aktiviert gehabt, oben. Ach, jetzt brauchen wir nicht mehr. Hier hatte ich den ja auch aktiviert. Deswegen denke ich eher, dass... Cool, was haben wir hier? Ist nur darum ging, alle vier zu aktivieren, aber die Reihenfolge war, glaube ich, jetzt nicht wichtig. Ich habe es trotzdem mal gemacht. So, Flasche. Mit der Flasche können wir gleich bestimmt irgendwas machen. Gucken erstmal, was hier noch kommt. Wieder so ein Teleport, nee, so ein Verwandler. Das sind Knochen. Hier haben wir eine Kette. Hier müssen, glaube ich, wieder irgendwo Symbole sein, die wir drücken müssen. Ah, das sind dann bestimmt die Dinger hier. Okay, wir haben jetzt einen Knochen und wir haben eine Flasche. Ich nehme jetzt mal die Flasche mit zuerst. Die Symbole sind bestimmt diese Codes, die brauchen wir dann hierfür. Dass wir die Tür aufkriegen. Was machen wir mit der Flasche? Hier reinstecken.
Mir ist fast so, als müsste ich die hier wieder erwärmen oder so. Oder? Gibt das Sinn? Ja, es ergibt Sinn. Okay, aber was das bringt, weiß ich leider noch gar nicht genau. Wir können die Flasche nach oben und hinten schießen. Ich hole mal den Knochen. Seb und Exer. Ja, ist doch gut, dass du mir hilfst, weil manchmal braucht man jemanden, der einen hier unterstützt, weißt du? Manchmal sieht man Dinge nicht. Was machen wir mit dem Knochen? Kann ich damit das Ding hier runterwerfen? Ja, scheint so. Was auch immer das ist. Schade, dass es nie dasteht, was der aufnimmt. Ich weiß gerade nicht, was das sein soll. Kann ich das hier in den Rüssel stecken? Ja. Das heißt, wir können jetzt die Brille runterschießen. Sehr gut. Und, ach nee, der nimmt die Brille mit. Mist. Aber den Dreizack können wir mitnehmen. Bleib mal da, bleib da. Okay, wir müssen jetzt... Sau. Coca-Cola Errungenschaft haben wir. Wo ist die Brille? Hier drüben. Hm. Wie holen wir die jetzt? Hm. Hier können wir nichts mehr tun. Wie holen wir jetzt die Brille? Nicht. Aber hier, wenn ich hier dran... Nee. Okay, jetzt können wir hier schon mal rüber gehen. Okay. Verwandeln wir uns jetzt automatisch? Wir sind der Bär. Natürlich, wir sind automatisch der Bär geworden. Heißt, wir können jetzt so vielleicht als Bär die Brille holen, ich weiß es nicht. Nee, können wir nicht. Wozu bin ich denn jetzt der Bär? Was mache ich denn als Bär jetzt? Ich weiß es nicht. Was bringt mir das jetzt genau? Eigentlich gerade überhaupt nichts. Wir können den Stein aufnehmen. Jetzt können wir dann darüber gehen. Okay. Den Stein haue ich jetzt auf die Lava. Zack. Und jetzt holen wir uns die Brille. Oh, da müssen wir uns erst zurückverwandeln. Natürlich. So. Sehr gut, jetzt. Die Brille. Und jetzt können wir die Codes lesen. Dazu steht er jetzt aber gerade im Weg. Wir fangen mal hier vorne an. Also, wir haben hier ein Beil. Ein Beil. Was ist das? Ein Blatt, sag ich mal. Ein Beil und ein Blatt. Beil, Blatt. So, wir haben hier ein... Was soll das sein? Lippen? Beil, Blatt, Lippen. Mehr sehe ich nicht. Beil, Blatt, Lippen. Ist hier noch irgendwo ein Code? Ne, ich sehe keinen, oder? Hier ist auch, wie auch die kleinen Augen auf seinem Kopf jetzt eine Brille tragen. Schön. So, Beil, Blatt, Lippen und hier haben wir noch so ein komisches Ausrufezeichen, das schräg liegt. Also Beil, Blatt, Lippen, achso, hier sind Lippen und das. Ja, alles richtig, alles richtig. Brille kann weg. Kann sich wegteleportieren, die Brille. Das ist Feuer, oh Gott. Hier ist ein Stock, 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 Stock. Jetzt ans Feuer.
Ja. Es ist so unglaublich. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Akre. Akre. Errungenschaft. Jetzt rennt den Berg runter. Den ganzen Weg zurück. Nein! Oh Gott. Wieso? Wer hat denn da jetzt getanzt? Wieso kam denn da jetzt der Regentanz? Nein! Nicht traurig sein. Das war doch jetzt. Das schaffst du nochmal. Okay, meine Lieben, das war's. Das war Fire. Es war relativ kurz. Schade. Ah, Sebastian Schmidt, Carsten Fichtelmann. Ja, was kann ich sagen? War ein nettes Game, war ein nettes. Die Rätsel waren echt teilweise schwer, aber waren doch nicht zu schwer. Das eine Rätsel hatte ich mit der Zeitmaschine, war nur so kompliziert, weil ich da nach 3 Stunden Spielen nicht mehr so den Durchblick hatte. Da hat mir die Pause dann ganz gut geholfen und Exa hat mir ganz gut geholfen. Der mir gesagt hat, hier, mach doch mal mit den Eisbergen. Ja, ansonsten hat es mir sehr gefallen. Humor sehr gut. Cartoon-Stil. Point and Click. Ist halt immer nicht für jeden was, aber wer das mag und wer auch die anderen Spiele von Daedalic mag, der wird auch dieses Spiel lieben. Es ist bloß halt leider wirklich kurz, das muss ich an der Stelle anmerken. Es hat jetzt auch nicht sehr viel gekostet, es hat 9 Euro gekostet. Dafür ist es in Ordnung. Aber da hätten sie doch lieber ein längeres Spiel machen können, das dreimal so lang ist und dann lieber 20 Euro oder so, weißt du? Halt ein bisschen teurer. Das ist schade. Aber alles im Allem bereue ich es nicht. Ich bereue es nicht so wie bei Outlast. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, das Spiel endlich zu spielen und es hat sich gelohnt. Sich darauf zu freuen. So, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch Feedback, ob ihr gerne weiterhin sowas wiedersehen wollt, wenn es sowas gäbe. Ich könnte auch mal wieder ältere Spiele von Daedalic spielen, zum Beispiel Deponia. Oder Edna bricht aus. Da kenne ich die Lösung mittlerweile auch nicht. Ich habe das zwar schon durchgespielt alles, aber die Lösungen von den Rätseln sind mir nicht mehr so im Kopf. Also wenn da Lust besteht, könnte ich das auch mal spielen. Und jetzt warten wir kurz, bis der Abspann durch ist, um allen Namen auch die Ehre zuteil zu lassen, die ihnen gebührt. Ja. Könnt an dieser Stelle gerne vorspulen. Vielleicht kommt ja noch was, deswegen bleibe ich noch dran. Vielleicht kommt noch mal so eine Zusammenfassung wie bei Life is Strange. Größter großer Bruder Philippo. Die tollste Mone. Die geile Suppenfrau. Ja, schön. So möchte ich auch mal genannt werden. Nein, das war's. Damit verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Macht's gut. Schaltet auch da gerne mal wieder ein. Oder im Livestream. Wo ich auch immer sehr gerne live streame. Wie jetzt dieses Spiel zum Beispiel. Ciao.